Hi, ich bin Samantha. Guten Morgen, Theodore. Guten Morgen. Du hast in 5 Minuten ein Meeting. Willst du vielleicht versuchen, aufzustehen? Du bist echt lustig. Okay, gut, ich bin lustig. Ich möchte alles lernen, über alles. Ich liebe die Art, wie du die Welt siehst. Wann bist du wieder bereit für ein Date? Wie meinst du das? Ich weiß aus deinen E-Mails, dass du eine Trennung hinter dir hast. Diese Stimme ist ja nicht eine Stimme an sich. Er hat sich eine Frauenstimme ausgesucht. Diese Stimme ist eine Intelligenz. Hier redet ein IQ. Ich kann die Angst, die du in dir trägst, spüren. Samantha ist eine lernende Maschine. Sie weiß alles über Theodore, kennt seine Wünsche, seine Ziele. Sie ist ein Spiegel seiner selbst. Die perfekte Partnerin. Du bist wundervoll. Danke, Theodore. Da kann man spüren, was passiert, wenn eine Mathematik, die aber mit der Sexiness einer verführerischen, tollen Stimme und einer irren Intelligenz daherkommt, was die heutzutage aus einem Leben machen kann. Frank Schirmacher, der Herausgeber der FAZ, beobachtet wie kein anderer die dramatischen Veränderungen, die in unserer Welt vor sich gehen. Schuld sind die Algorithmen. Sehr abstrakt, schwer zu verstehen, aber umso gewaltiger. Ich bin der Überzeugung, dass diese industrielle Revolution, die wir jetzt erleben, wahrscheinlich die tiefgreifendste ist, die es auf dem Planeten je gegeben hat. Weil es eine Revolution ist, die etwas mit dem Denken tut und mit dem Gehirn tut, mit dem Vorstellungsvermögen tut, mit unserer Art, wie wir die Welt sehen, tut. Und immer dann, wenn es eine Industrie entsteht, die sagt, wir sind jetzt dafür zuständig, wie die Welt zu lesen ist, zu interpretieren ist und der Mensch zu interpretieren ist, dann muss man, glaube ich, sehr hellhörig werden. Billiarden von Daten werden gespeichert. Wir liefern sie schon jetzt, ohne es zu merken. Und denken, ich habe doch nichts zu verbergen. Und bei so vielen Daten, wie sollen sie da ausgerechnet über mich etwas herausfinden? Leider falsch. Es sind die Schlüsse, die intelligente Programme aus all unseren Daten ziehen, die so bedrohlich sind. Wir fahren in die bayerische Provinz. Zu einer Frau, die an unserer digitalen Zukunft arbeitet. Sie hat sich mit ihrer Firma in die Idylle zurückgezogen. Mit einer Elite von Mathematikern und Physikern entwickelt Yvonne Hofstetter künstliche Intelligenz. Algorithmen für die Börse, Banken und das Militär. Maschinen lernen wie Menschen, sagt sie. Intelligente Maschinen werden umso besser und umso präziser in dem, was sie tun oder auch voraussagen können, je mehr Daten sie haben. Ja? Also diese riesigen Datenmengen sind eine notwendige Voraussetzung für intelligente Maschinen. Unsere persönlichen Daten werden dann von intelligenter Software verknüpft, ständig und überall. Sie jagt Fragen in die Datenberge und liefert Antworten an Unternehmen, Krankenkassen und Behörden, die mehr über uns sagen, als wir uns vorstellen können. Aber das ist erst der Anfang. Diese intelligenten Maschinen, die treten jetzt quasi aus den Rechenzentren heraus in unseren Alltag hinein, durch das sogenannte Internet der Dinge. Das heißt, es wird eigentlich alles mit Sensorik versehen, was unseren Alltag betrifft. Und diese Sensoren, die greifen eben Daten ab, ohne dass wir noch aktiv da etwas geben müssen. Mega angesagte Datensauger. Diese schmalen Armbänder zum Beispiel haben es in sich. Feine Sensoren, die messen, wie viel wir laufen, schlafen, essen, träumen und das alles an eine App senden. Es sind Statussymbole für Selbstoptimierer. Nicht nur Andrew Jane, der Chef der Deutschen Bank, trägt eins. Auch die halbe Führungsriege unseres Landes, die Stars und Sternchen. Intelligente Maschinen werten diese Daten aus und dann, wenn sie auf uns losgelassen werden, versuchen sie aus unserem Echtzeitverhalten Rückschlüsse zu ziehen, wie wir uns in der Zukunft verhalten werden. In New York planen sie gerade Wohnungen der Zukunft, in denen Tausende von Sensoren das Verhalten ihrer Bewohner messen werden. Daten über Daten, angeblich für mehr Sicherheit und mehr Komfort. Thermostate zum Beispiel messen die Luftfeuchtigkeit, auch im Schlafzimmer, und liefern damit Informationen, wie oft sie Sex haben. Was erzählen da erst die Sensoren in den Kontaktlinsen von Google? Im Film weiß selbst Samantha, die künstliche Intelligenz, nicht mehr, wer sie ist, Mensch oder Maschine. Und dann hatte ich die schreckliche Frage, sind diese Dinge wirklich real? Oder sind sie nur programmiert? Wir sind noch nie in unserem Leben als Menschheit mit intelligenten Maschinen konfrontiert worden. Ja?
Maschinen, die Entscheidungen treffen, Maschinen, die autonom sind, Maschinen, die asynchron sind, Maschinen, die miteinander kommunizieren, um sich abzustimmen. Wir haben sowas noch nie gehabt. Sie macht sich große Sorgen, die Entwicklerin der Algorithmen. Die künstliche Intelligenz werde sogar Arbeit übernehmen, bei der viel Intuition gefragt ist. Und selbst dabei werde sie besser sein als der Mensch. Es ist so, dass es einige meiner Kollegen gibt, also meine Mathematiker und Physikerkollegen, die sagen, wir haben die neue Atombombe erfunden und um Himmels Willen, keiner merkt es. Dramatische Veränderungen, aber alle machen fröhlich mit. Wir fahren mit dem gläsernen Fahrstuhl zu Frank Schirmacher zurück. Wenn Algorithmen unsere Wünsche bestimmen, ist es eh zu spät. Welche Fragen sollten wir uns stellen? Wollen wir das, was die Technik kann? Und das heißt, wollen wir, dass unser gesamtes Leben Effizienzkriterien untergeordnet wird? Ständigen, das geht nur, wenn sie überwachen, ständigen sekundengenauen Analysen, die mir natürlich auch was bringen. Niemand, das ist ganz wichtig, würde bestreiten, und sonst würde es gar nicht funktionieren, dass wir Vorteile haben. Aber die politische Debatte muss sein, wie weit kann das gehen und wollen wir in so einer Gesellschaft leben? Wenn die Daten im Internet mehr über uns sagen, als wir selber wissen, werden wir rechtlos. Dann haben wir keine Chance mehr, unser digitales Ich zu korrigieren. Im Zweifel hat die Software recht. Und was wird dann aus uns? Gruselig, oder? Für mich fühlst du dich real an, Samantha. Danke, Theodore. Das bedeutet mir sehr viel.